und schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Heute Sadie Undercover. Denn das Ganze hat natürlich auch einen Sinn. Wir möchten gucken, ob der Döner performt, natürlich auch undercover, aber ob die Liebe auch am Start ist. Kommt die Liebe und das Tam Tam Tam, kommt das auch, wenn wir da ohne Kamera da sind? Deshalb haben wir uns heute extra ein Spion-Objektiv ausgeliehen. Von der Ferne wird Ahmed wie eine Gazelle sich irgendwo in der Busch verstecken und das Ganze filmen. Jetzt erstmal ein paar Bilder aus Berlin und dann sehen wir uns bei Sadie. Wir sind am Start jetzt bei Sadie. Der ist hier um die Ecke. Pass auf, folgendes ist Plan Nummer 1. Zack. Dann werde ich hier nochmal die Brille absetzen und auf den hier machen. Das wird Plan Nummer 1 sein. Aber als wäre es nicht genug, Ahmed, wie machen wir den Rest jetzt? Habt ihr was besorgt? Das nennt man ein Spionobjektiv. Sagen wir Spionobjektiv. Wir werden dich mal jetzt richtig unter die Lupe nehmen, mein lieber Jonas. Ja. Wir können von richtig weit ranzoomen. Ich habe mir extra die Brille abgenommen. Ich sag mal jetzt so, ne, wenn ich einen gleich einen auf den hier mache. Ja, danke, Mann. Ist so. Also so könnte man meinen. Ich glaube nicht, dass sie mich jetzt so erkennen. Ich gucke ein bisschen auch vorher andere Seite hier, Bruder. Jetzt war vielleicht gerade Mikro-Crash, aber das werde ich gleich richtig herrichten. Das wird alles gehen. Machen wir uns auf den Weg. Und Ahmed, du hast natürlich auch eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe. Ahmed muss natürlich irgendwie auf Undercover. Ist das Auto wieder zugegangen? Holt euch kein BMW, ich sag's euch, ich muss immer wieder sagen. Nur Probleme. Ahmed, du musst natürlich irgendwie auf Undercover-Basis da dann uns filmen, ne? Ja. Das wird heikel. Wir sind hier auf dem Kurfürstendamm gefilmt, in die Ecke. Leute kennen einen Holger, Leute kennen mich mittlerweile auch ein bisschen. Das ist immer so kritisch. Ja. Ein großer Bär auf der Straßenseite mit einem riesen Spion auf der Kamera. Wir müssen jetzt gucken. Ja, wir machen das. Ich kann dich gar nicht erkennen, Ahmed. Ey, bist du so? Nein, so schlimm ist es nicht. Mein Schniedel kann ich nicht erkennen, wenn ich jetzt runter gucke. Ich schwör's hier. Krass. Das heißt aber schon mal, dass Größeren als ein Schniedel. Das stimmt, Mann. Gut kombiniert, Watson. Wir kommen jetzt vielleicht ein bisschen spaßvoll mit Sube, aber das ist eine hochverantwortungsvolle Aufgabe auch, ne? Das ist eine todernste Sache, weil ob das Ding da jetzt wirklich mit Liebe auf den Tisch kommt oder halt eben nicht. Ich zeig dir mal, was wirklich Liebe ist. Das sollte man wirklich mit Liebe überall verteilen. Ja, oder? Ich brauch kurz dein Herz. Mein Lieber. Und wenn ich den Döner esse, ist mein Herz wieder da. Genau. Wo ist der Vorwurf? Schauen wir mal. Und ihr kriegt auch noch ein Statement von mir zu dem Standard-Ranking. Sag ich gleich noch was zu. Ja, guck mal, Ahmed kann echt. Der kann so weit filmen. Wir haben eben eine alte Oma von da hinten gefilmt. Wir sind 300 Meter entfernt gefühlt. Wir sind am Start, Leute. Wir sind am Start. Das ist das neue Objektiv. Das wird ein wilder Test. Guck mal, Leute, darüber geht jetzt Ahmed. Das wird keiner peilen. Zeig mal, Ahmed, wo du rüber gehst. Hallo, mein Lieber. Hier ist ein Mann, habe ich gehört, er macht, soll sehr guten Döner machen in Berlin. Ist das außen knusprig und innen weich? Ist das von euch? Ja. Ah, weil Kollege hat hier einmal einen Döner gegessen, er sagt, war nicht so gut. Nicht gut? Er hat gesagt, war nicht so gut. Aber ist gut. Ich bestell Döner dann. Ich ein, nach deiner Empfehlung. Dankeschön. Aber nichts. Danke. Kannst du deine Empfehlung machen? Mein Freund hier ist ein Mann immer. Er sagt immer viel Liebe, viel Liebe. Genau. Ist so, da ist immer ein Herz immer, habe ich gesehen. Ja. Ja? Guten Abend. Dankeschön. Schönen Tag noch. Tschüss. So, Leute. Erst machen wir jetzt einen Vergleich. Ich hole mal ein anderes Objektiv an den Start. Und dann machen wir Vergleich. Erstmal letztes Mal und dieses Mal, wie der Döner überhaupt aussieht. Und dann gucken wir weiter. Ich bin der Meinung, letztes Mal sah er zumindest anders aus. Ihr habt die Situation gesehen. Also, habe ich Döner bekommen mit viel Liebe und auch ganz viel Show.
Nein, das habe ich nicht. Ich denke auch, das ist blauäugig zu erwarten, dass sie bei jedem diese extra Liebe reinhauen und die Show. Aber am Ende des Tages war es ein stinknormaler Döner. Oh, aber ob er schmeckt, das sehen wir jetzt noch im Video. Es war keine Show, da gar nichts. Aber das ist auch erstmal nicht schlimm. Sollen die bei jedem da jetzt eine dicke Show machen? Hätte ich jetzt sowieso nicht mit gerechnet. Aber nun ja, so viel zu dieser Info. Fand ich trotzdem interessant. Hätte ja sein können, dass sie da trotzdem Welle machen. Und machen sie zwischendrin mit Sicherheit mal. Hier haben wir jetzt unseren guten Döner. Sieht ein bisschen anders aus als letztes Mal. Nochmal zum Standard-Ranking, Leute. Bitte unbedingt das Video von, weil das letzte Sadie-Video gucken, dann wisst ihr komplett, worum es geht, falls ihr das nicht geguckt habt. Ich hab's einfach falsch gesagt, ihr hattet recht, das verwirrt, aber anders ausgedrückt macht es einfach komplett Sinn. Ich möchte ein Self-Made-Ranking und ein Nicht-Self-Made-Ranking. Einfach, weil mir bestimmte Sachen, mir selber, nur mir, so wichtig sind, nämlich die Self-Made und Qualität. Und deshalb könnte ich diesen Döner nicht gut bewerten und dafür brauche ich ein Nicht-Self-Made-Ranking, um einfach alles ausblenden zu können, objektiv bewerten zu können und auch so einem Döner eine Chance zu geben und einfach nur auf den Geschmack zu achten. Nur Geschmack, nichts anderes. Und dafür das Nicht-Self-Made-Ranking. Schreibt mir gerne einen anderen Namen rein, wenn ihr einen. Warum drehe ich mich eigentlich zur Seite? Hat er dich erkannt? Er hat mich, glaube ich, nicht erkannt. Nee. Reiß mal rein. Letztes Mal habe ich ja 9,3 gegeben in einem Nicht-Self-Made-Ranking. Das ist ein wirkliches Brett. Und gibt ihm 9,3 Punkte. Der ist wild. Leute, absolut, was Berliner Döner angeht. Mein bester Döner in meinem Leben. Ja, einmal den Kollegenfilm nur. Hi. Die, was hast du auf dem Herzen? Ja, der Döner hier bei Sadis. Ja. Ist wirklich gut. Was willst du geben, 1 bis 10? Ich gebe keine 10 von 10, deswegen sage ich schnell. So 8 vielleicht. Sympathisch, ja. Sympathisch. Danke dir. Danke, schönen Tag noch. Wie heißt du? Gabriel. Ja. Hört sich heilig an. Der heilige Gabriel. Interessanter Test, Leute. Für mich fehlt der Zauber dieses Mal. Am Großen und Ganzen, was soll ich um heißen Brei rumreden, ist es für mich, das, was letztes Mal im Nicht-Self-Made-Döner-Bereich ist, war das schon ein richtig gutes Ding, Mann. Hat mich echt umgehauen, diese Gewürze, dieses Spiel mit Tomaten, diesen Gewürz da drauf, super krosses Fleisch, geile Soßen. Und dieses Mal ist es für mich ein gewöhnlicher Döner. Immer noch ein leckerer Döner, aber es ist halt ein klassischer Berliner Döner, wisst ihr? Fleisch, Hackfleisch, schön kross, gut umgesetzt. Ich würde sogar mit dem Typ eben konform gehen und sagen, na, ich beiß noch mal ein paar Mal rein. Das Fleisch ist im Standardbereich schon nicht schlecht. Also hat eine ausgewogene Würzung. Passt schon alles die Faust aufs Auge, aber. Dann ist. Boah. So eine 7-8 würde ich geben. 7-8, das ist schon. Es ist für mich halt ein Standarddöner, wie du ihn sehr oft überall anders auch noch kriegen würdest. Und in diesem Bereich performt er schon im guten Bereich. Aber dass ich da über die 9 komme, in diesem Fall definitiv nicht. Ja, Mann. Mal ein anderes Video, wenn ihr das feiert mit diesem vom Weiten weg und. Und wirklich mal komplett undercover, ja, lasst es mich wissen. Also ich fand das eine geile Sache mit dem Ding. Ich hoffe, das kommt im Video auch geil rüber. Ich muss es selber erstmal sehen. Aber lasst mich gerne mit einem Daumen oben wissen, mit einem Kommentar und ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.